Dampfer und es geht alles rund um Arafat Abu-Chaker, Barello, die Zusammenkunft der beiden und einem extremen Exposing dem Bushido gegenüber. Wir haben sehr, sehr viele Jahre darauf gewartet. Ich glaube, jetzt sind es 6 Jahre, oder? Ja, 6 Jahre müssten es sein, die ich darauf warte, dass Arafat Abu-Chaker endlich auspackt. Und seitdem die Gerichtsverhandlung vorbei ist, seitdem er gewonnen hat gegen Bushido, in allen Punkten quasi freigesprochen wurde, das Einzige, was er zahlen muss, ist 80.000 Euro. Und das auch nur, weil er heimlich Gespräche zwischen sich und Bushido aufgenommen hat. Wohingegen wiederum diese Gespräche dafür gesorgt haben, dass er in allen Punkten freigesprochen wird, weil man da raushören konnte, dass Bushido in allen Punkten gelogen hat. Naja, sehr, sehr verzwickt. Auf jeden Fall hat Arafat Abu-Chaker jetzt ausgepackt und ein Buch gedroppt. Nee, er hat einfach ein Buch gedroppt mit dem Namen Klartext. Und das Werbevideo dafür, will ich euch nicht vorenthalten, ist das hier. Und guck mal, wie er da steht. Kennt ihr das? Ihr wart so in der 5., 6., 7. Klasse und eure Eltern haben euch gesagt, ihr sollt euch vernünftig hinstellen, wenn ihr redet. Genauso sah das aus. Wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Arafat Abu-Chaker. Wie ihr bereits wisst, habe ich einen lupenreinen Freispruch bekommen. Die Lügen haben immer kurze Beine und es hat sich auch vor Gericht bewiesen, dass mein ehemaliger Geschäftspartner nur leider gelogen hat. Wie sagt man so schön, am Hintern sind die Innenfett, jetzt bin ich dran. Ja? Ich bringe ein Buch raus, das könnt ihr ab Samstag vorbestellen unter Arafat Abu-Chaker, klartext.de. Die Linke werde ich euch noch einspeisen hier unten und das ist erst der Anfang, ist ein kleines Leckerli und lasst euch überraschen für weiteres. Arafat Abu-Chaker, Klartext. Und ich sag euch ehrlich, ich hatte sogar überlegt, mir dieses Buch zu besorgen, beziehungsweise ich habe schon bestellt und wollte dieses Buch quasi auf einem Drittkanal oder vielleicht sogar auf meinem Hauptkanal vorlesen und mal schauen, was da drinnen alles erzählt wird. Aber weiter in der Thematik, denn es gab daraufhin noch ein Interview mit Arafat Abu-Chaker. Er wurde spontan besucht von Barello. Das heißt, so eine Art Comeback. Der gute alte Rap-Check hat das Ganze hochgeladen. Das gönnen wir uns auch. So, erstmal danke, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt und Glückwunsch wegen der Gerichtsverhandlung. Was ist das für dich für ein Gefühl, als Sieger sozusagen hervorzugehen? Erstmal danke für deine Glückwünsche und dass wir diese Konstellation, dass er hier in Berlin ist. Das war wirklich Zufall. Der rief mich heute an und sagt, ich bin auf dem Weg nach Berlin. Und hat ein bisschen Muffensausen gehabt. Ja. Da habe ich gesagt, hey, das ist König. Komm, ja. Circa 20 Mal angerufen. Aber ich habe ihn vergessen. Auch gegenüber meinem Bruder Yasser, alles in Ordnung ist. Vergessen und verziehen. Viele sagen sich, ja, wie in Europas. Aber verzeihen ist immer gut. Und ja. Hat er sein Wort gehalten aber? Boah, es brennt ein bisschen schon. Ja, er hat sein Wort gehalten, ja, Wallah, Papa, die Stimme, ja, Wallah. Und ich liebe ihn, Wallah. Wichtigste ist an der ganzen Sache, es war für mich kein Spiel, es war ein, für mich hat es begonnen am 22.11.18. Ja, die Gerichtsverhandlungen haben dann ein bisschen später angefangen. Ich war dann zwischenzeitlich 3 Wochen auch in U-Haft, wegen dieser ganzen Scheiße. Ja. Wie war die Zeit für dich? Hat das irgendwie auch so gesundheitlich bei dir irgendwas hinterlassen oder mental? Oder dachtest du von Anfang an, okay, ich habe nichts Falsches getan und ich werde als Sieger hervorgehen? Ich war nur 8 Monate im Knast wegen Bushido. Entschuldig. Nur? Ja, mein Bruder Hölzer war wirklich 8 Monate wegen ihm. Er sagt immer natürlich nicht wegen ihn, hat andere Gründe und Dänemark. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ich will auch gar nicht so viel preisgeben, weil ich bin auch ehrlich zu dir. Jetzt, ich glaube auch, von heute an, noch so 10 Tage, fange ich alles auf. Was heißt alles? Wer mit Polizei kommt, werde ich ihm genauso entgegenkommen. Wer auf Straße kommen will, ich komme ihm genauso entgegen. Wer mit Mann kommen will, ich komme genauso mit ihm gegenüber einem Mann. Also Zahn um Zahn? Ich werde jedem das geben, wie er ist. Ganz ehrlich, ich werde genauso handeln, wie der andere handelt. Weil ich werde mich nicht ficken lassen, so, er hat geredet, ich gehe zu dir, ich ficke dich, und dann ruft er mir die Bundesstunde an. So was läuft nicht. Oder der mir... der 100 Stunden Aussagen gemacht, ich werde keine Aussage bei der Polizei machen. Das kann dann die Polizei von meinem Internet nehmen, was ich dann expose, was ich dann aussage, über was ich rede oder was ich mache. Das muss ja dann jeder selber wissen. Und zum Beispiel, es gibt hier, kann ich mal vorstellen, ich habe mit einem Kollegen hier ein Buch rausgeholt, da sind ein paar Sachen exposed. Liebe Grüße an der Stelle an Bushido, an Maria, Bobby und Clyde und deine Schwiegermutter, die kommt auch vor.
Bruder, ja, einfach die Kaffeemaschine im Hintergrund lauter als Arafats Stimme. Und bezogen auf das Buch, was er rausbringt, das hier, es heißt ja Klartext, ist tatsächlich ein echtes Buch. Jetzt nicht so internetmäßig, wie nennt man diese Bücher? So digital. Es gibt ja so digitale Bücher, dann öffnest du so eine App, da hast du das Buch, wenn du das erworben hast. Hat er natürlich schlau gemacht, denn wenn es digital gewesen wäre, hätte einer sich das Buch geholt und quasi verteilt an jeden anderen. Aber da mich persönlich diese Thematik brennend interessiert, werde ich mir die knapp über 40 Euro auf jeden Fall schmecken lassen und vielleicht die ein oder andere Stunde kurz vorm Schlafen gehen da rein investieren. Wer weiß, vielleicht stehen da Sachen, die ich zum Beispiel noch gar nicht weiß. Wenn ihr die Eier habt, geht gegen das Buch vor, weil dann muss man das ja beweisen vor Gericht, ob Versicherungszugestattungen haben oder nicht. Mal gucken, ob die Staatsanwaltschaft mal aufspringt. So, über 1 Million Steuerhinterziehung. Ne, ist ja nicht Steuerhinterziehung, über 1 Million Versicherungsbetrug. Schämlich. Und die Steuerhinterziehung kommt noch. Mhm. Wie du mir alles vorgekommen. Nein. Wie du mir alle am Hals, so wie diese Blutsauger, wie das Finanzamt, die Steuerfahndung und wie sie alle heißen. Ich werde dir alles zurück. Alles. Und liebe Grüße an euch beiden. Aber nur mit der Wahrheit. Nur mit der Wahrheit. Und hey, keine Geschichten aus. Ihr wisst doch. Sobald du dann sagst, das stimmt nicht, dann kriegst du wieder was zu hören. Und dann wirst du's laufen. Du hast gerade etwas angeschnitten, und zwar, dass du bald sozusagen indirekt auspacken willst oder vielleicht auch ganz direkt. In was für eine Form? Ganz direkt. In was für eine Form erwartet uns das? Also so Livestream? Naja, ich werde einen Twitch-Account machen und ich werde Podcast machen mit einer Person, okay. Die werde ich noch nicht verraten, wer es ist. Das ist aber jetzt nicht Barello. Nein, das ist, okay. Das ist nicht Barello. Nein, klar. Ich werde auch was für was, naja, wie soll ich sagen, nicht so TikTok sein. Von TikTok bin ich komplett raus. Dürft ihr überhaupt noch einen TikTok-Account haben? Beispiel, sagen wir mal so, und wenn ich darf, will ich nicht. Ich okay. Bin raus auf TikTok. Also und bei dir? Also ich wollte nicht raus, aber ich bin schon raus, aber jetzt juckt mich auch nicht mehr. Ja? Also Alhamdulillah, mir geht's gut, ich fange mit was anderes an. YouTube bin ich, Twitch. Und ich juckt das gar nicht, Wallah. Man ich muss... Hab ich komm live, Wallah. Ich mein's ernst, er hat mich wirklich immer angerufen, komm live. Mich hat das nicht gejuckt. Es ist egal, wie ich weiß. Es hat Spaß gemacht. Man hat eine Zeit, es hat ja wirklich Spaß gemacht. Man hat ja die Leute unterhalten. Also ihr habt ja schon Trends gesetzt, muss man jetzt einfach sagen. Man muss euch diesen verstehst Hack geben. Aber das war keine Absicht, dass wir uns, ey, machen wir so. Das war wirklich alles spontan, auf cool. Und danach ging es einfach in eine andere Richtung. Und jetzt mittlerweile kann ich es mir gar nicht mehr angucken, weil das geht unter die Gürtellinie und damit möchte ich nicht sitzen. Wo wir bei diesem Thema sind, ein Comeback von euch beiden in irgendeiner Form, könnte das vielleicht stattfinden? Soll der Papa entscheidet, ja, also er ist der King. Man sagt niemals nie. Man weiß nie, was man sollte. Man sollte niemals nie sagen, aber ein Comeback, also der Altersunterschied zwischen mir und ihm ist so ein bisschen größer, aber... Viele sagen, ja, wie kannst du dich mit ihm abgeben, wie kannst du dich mit anderen abgeben? Du bleibst jung. Das ist wie mit kleinen Kindern. Wenn du kleine Kinder hast, bleibst du jung. Aber irgendwas muss ja Barello richtig gemacht haben, sonst hättest du ihm ja nicht so viel Zeit gegeben oder Gesicht gegeben. Sagen wir mal so, er hat bestimmt mehr falsch als richtig gemacht. Aber ich war immer nett. Danach habe ich immer angerufen, ne? Ja, aber du kannst ja nicht irgendwo in die Suppe reinspucken und... ja, aber hast du ihm auch was Gutes beigebracht? Ich habe ihm eigentlich nur Gutes beigebracht. Ja, Wallah. Das Beste, was er dir beigebracht hat? Beten, dass er gesagt hat, bete, Allah, das ist wichtig. Und ziehst du es noch durch? Ich bin ehrlich, Ramadan schon jetzt wieder umgehört, ja. Ja, aber nicht festlegen, kehrt wieder zurück, aber... Inshallah. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber die Entwicklung, die Barello hingelegt hat, und ich verfolge ihn ja schon seit langem, ist absolut positiv. Das hat er auch teilweise dem Arafat zu verdanken. Am Ende des Tages, ihr merkt, er ist nicht mehr so drauf wie früher. Und mittlerweile kann man sich ihn geben. Natürlich hat man noch im Hinterkopf so die negativ behafteten Seiten von ihm. Nichtsdestotrotz sollte man trotzdem lobend erwähnen, wenn sich jemand zum Positiven hin verändert. Das rate ich auch jedem. Was erwartet uns in deinem Buch? Kannst du vielleicht ein paar Hinweise geben also ich sag, für die Leser? Ich sage euch ernsthaft, das Buch ist interessant. Man kann auf jeden Fall mal reingucken, wer Bock hat. Aber das ist so, was ich im Kopf habe, sind das nur 2%, was im Buch vorkommt. Die anderen 98% werde ich euch, so Gott will, inshallah, so über 2 Jahre euch unterhalten. Was erwartet uns noch von dir, außer das Buch? Mit der Wahrheit und Beweise, nicht Geschichten. Mit Fakten, Leute, Fakten. Es soll, reden wir von Fakten und Beweise mit Dokumente, Videos, Fotos, sowas? Alles Mögliche. Aber nicht nur über, es geht auch nicht nur über Bushido oder Anna Maria oder seine Schwiegermutter oder Sarah Connor. Es geht auch viele, viele andere. Rapper zum Beispiel? Sehr viele. Die mit dir zum Beispiel zusammengearbeitet haben oder auch außerhalb der... Unter anderem. Okay. Unter anderem. Interessant. Du willst jetzt wahrscheinlich keine Namen nennen, deswegen lasse ich das jetzt auch einfach mal sein lassen.
Wenn du die Möglichkeit hättest, da wir schon über Rapper reden, würdest du wieder so einen Weg gehen mit einem Rapper? Sagen wir, du findest jetzt einen, der ist super talentiert, der stellt sich dir hier vor, so wie damals. Würdest du mit ihm diesen Weg gehen, ihm nochmal aufbauen, also dein Wissen weitergeben? Wo dieser Bruch war, ist ja offenkundig, da habe ich so halbherzig so mit ein paar Rappern gearbeitet. Wirklich halbherzig. Mit deinem Label, was du dann noch aufgemacht hast? So eine spontane Idee. Ich hätte es auch rückgängig gemacht, sage ich dir ehrlich. Und nicht um die Jungs sind alle cool, super. Mhm. Aber wenn jetzt jemand kommt, der richtig, richtig krass talentiert ist, würde ich ihm sagen, lass es sein. Das ist der falsche Weg. Sind zu dem Glauben. Aber fang nicht damit an. Ich dachte auch, er baut das jetzt auf. Ja, ich würde es nicht mehr machen. Nie wieder. Kommt nicht mal in Frage, nicht mal ein Prozent. Aber aus islamischen Gründen, ne? Oder? Also, guck mal, ihr seht, du denkst da so ein V-Schieden. Du musst dir ja vorstellen, na klar, aus Islam, ich bin ja Muslim. Okay. Ich habe viele Fehler gemacht, möge Allah mir verzeihen. Und es gibt wichtige Dinge, wo du dich drauf konzentrierst. Als, weißt du, wenn jemand kommt und sagt, ich will Rapper werden, ich will dies werden. Oder dann bist du ein Vorbild. Viele denken, ja, voll geil, wenn ich sage, ich ficke deine Mutter, ich verkaufe Kilo Koks, ich mach dies, ich mach das. Weiß ich nicht. Aus Erfahrung. Hat einer der Rapper, der jemals bei dir war, wirklich verkauft oder das getan, was er in den Songs gesagt hat? Eher anders. Okay. Wo man sagt, das sind real. Ihr merkt, er schießt schon hart gegen Bushido, aber auch die anderen, die in seinem Label waren. Und ich glaube, der kann ganz, ganz böse Bomben droppen lassen. Ganz, ganz böse Bomben. Vor allem, wenn es um diese Szene geht. Er hat sehr viel Insiderwissen. Und allein dieses Video hier, was wir gerade uns reinziehen, wird für eine Menge Aufsehen sorgen. Wirklich gar nichts. Also alles, was dort passiert ist, waren einfach so reine Geschichten. Nein, die waren selber Konsumenten, ja. Okay. Dass sie selber so auf cool gemacht haben und ich bin ein dicker Max und ich bin Gangster und ich bin dies und ich bin das, keine Ahnung. Wie ist dein aktuelles Verhältnis zu der Rap-Szene? Bist du noch mit Leuten cool oder sagst du, du willst lieber raus darauf? Alhamdulillah, kein Verhältnis. Krass. Barello hat ja, als er noch mit dir sehr guten Kontakt hatte und ihr euren Hype hattet, auf TikTok hat er einen Song rausgebracht. Was hast du ihm da geraten bei dem Song? Wie war auch die Phase mit ihm? Ich bin ehrlich, das war so mehr Jux und Dallerei. Also das war jetzt Leute, das ging Dallerei. Das weiß ich. So ein bisschen Spaß. So. Ja, das war mit Humor und so. Jetzt möchte ich kommen, ich werde mit Yasser ein Musikvideo machen. Also Barello hat damit nichts zu tun. Ne? Meinst du mit Yasser Feature? Ja, ja. Wirklich? Ja, aber das ist eher so eine Parodie, Komödie. So, jetzt nicht so, dass man sagt, keine Angst an die ganzen Gangster-Rapper. Bleib Gangster-Rapper, verarscht die Leute. Kannst du schon ein paar Infos geben zu deinem Song mit Yasser? Yasser, also, du vielleicht auch? Yasser habe ich wirklich vor, YouTube alles auseinanderzunehmen, Trend einzuholen, um zu zeigen den Rapper, wo der dann Platz ist. Ne? Weil ich weiß schon, wir holen die Eins dann. Und ja, wir gucken, ne? Yasser hat gute Stimme, muss man ehrlich sagen. Und war der gute Stimme? Lasst euch überraschen. Aber ich würd dir auch raten, Barello. Mach dein Ding. Ja. Mach keine, ich bin Partei hier, Partei. Sei für jeden cool, in Ordnung. Aber lass dich nicht verarschen. Hundertprozentig, wallah. Ach, eins noch. Wer das Buch kauft. Ja. Und wer es signiert haben will, wer es kauft, ich signiere es. Ich hab schon gekauft, komm du auch. Naja, und nachdem die Combo wieder zueinander gefunden hat, hat auch die zweite Combo, die nach Arafat und Barello so die unterhaltsamste war, und zwar Barello und Yasser Abou-Chaka, auch zusammengefunden. Und die waren einfach kurz live mit Kult Ibo. Und ihr wisst, solche Zusammentreffen sind immer legendär. Von Hamid und Hamza, die beleidigen meine Schwester, das hat mich richtig berührt. Wallahi Abi, das ist nicht normal. Frau, Schwester, Mutter, alles. Die beleidigen uns, alles machen. Leg euch mal was ans Herz. Lasst die Familie beiseite, mein Scherz. Macht die Spaß untereinander, macht. Aber lasst die Familie beiseite. Das ist unterste Schublade. Wow, war ehrenlos. Das ist einfach eklig. Ibo! Ja. Es ist mir schön. Wallah, sehr schön. Hier, wir sind hier, mashallah. Ist mir egal. Ich bin gerade bei dieser. Du bist in einem Dorf. Hä? Du bist im Dorf. Nein. Ich bin, wo die Touristen sind hier. Wo die ganzen Touristen sind. Gibt's schöne Meer da? Meer. Ich bin noch beim Meer. Hier ist der Meer. Wir steigen jetzt im Boot ein, dann gehen wir rüber. Okay. Bruder, deine Haare sind doch nicht schlecht, Bruder. Ich küsse dein Herz, wallah. Wie deine Haare? Haare wieder schneiden. Ja, die sind kurz. Oh, ich hab meinen Akku vergessen. Wenn du nochmal irgendwas übertreibst und so, mit Yasser und so, bei Allah. Er fängt wieder Fitten an, so. Nein, aber bei aller Liebe, immer wieder kommt er dann zu euch, das geht nicht. Scheiße, Boden zu euch kommen. Was denn? Ja, Bruder, immer wieder, sagst du. Ich sag dir, warte. Bruder, sind gerade hier alles Bau. Das sind alteste Häuser. Also, die kosten über Millionen. Ja.
Meinst du, Alter, das alteste Häuser, die kosten über Millionen. Wallah, ich nicht mehr. Ich kann sogar sagen, wo das genau ist. Guck mal, die Häuser an. Und die machen den innen drin, renovieren und dann verkaufen die. Und ein Bruder von mir hat hier eine gekauft, einen Laden. Hab ich. Warte, ich steck jetzt gleich ein Boot an. Das geht direkt gegenüber. Bruder, wo sind wir jetzt hier? Bruder, ich weiß die Straße nicht mehr. Steigst du jetzt ein Boot ein? Hä? Steigst du jetzt ein Boot ein? Ah, ich sehe, ich sehe. Guck mal, innen drin, was die machen gerade. Guck mal, siehst du? Şey, Doğan'ın yanına gidecektim. Doğan abinin yanına. Doğan abi. Ich hab mein Lade vergessen, ja? Wallahu ekber. Hey, was macht ihr heute noch? Sag mal ehrlich, was macht ihr mit diesem ganzen Geld? Bruder, warum macht ihr keinen Urlaub? Guck mal, was ist der Kerl, die Last haben wir da. Oh Mann, ja. Bunu çalalım bir. Olmam. Ya vallahi ya, git ya. Oh, guck mal. Wir sind alle nur Touristen, die kommen hier rein. Das ist genau wie Italien, Sizilien und so. Du gehst rein, die Straßen. Ja, erzähl weiter. Okay. Ja. Ja. Nein. Ja. Wie? Niemals! Niemals! Wallah, ich kläre das. Hallo, für dich habe ich schon ein bisschen geklärt. Haram, ja. Wie lange hast du Duldung schon? Hallo, wie lange hast du Dildo? Was für Dildo? Was? Er hat kein Dildo. Und jetzt gönnt euch einfach mal, was Barello hier macht, während Arafat am Beten ist. Bitte, Leute. Vorbild, bei Allah Vorbild. Was sagst du jetzt? Betest du auch gleich? Ja, ja, ich muss aber die Waschung machen und danach. Ich muss mich waschen dann. Okay, stark, Wallah stark. Alhamdulillah, stark. Wallah stark. Seht ihr, Leute? Ich weiß nicht. Er hebt Ende immer hoch, Leute, weil er ist so niedrig. Das Allahu Akbar, man macht Ende immer hoch. Leute, alle durchliken. Liked alle durch. Wenn ihr alle zusammen durchliken, haben wir sofort 100.000 voll. Und teilt, macht 1.000 Teile. Zum Beispiel, wenn wir 100.000 Likes haben. Wusstest du, wir haben direkt über 2.000, erstes Mal so? Ab 100.000, wenn doch auf einmal kommt. Wallah? Ja, Wallah, guck mal jetzt. Wenn 100.000 wird, wir haben direkt 2.000. Siehst du, 1,5. Jetzt 1,6. Leute, macht mal bitte die 100.000. Wir wollen was gucken. Mach mal die 100.000 Likes voll. Guck mal, bei 100.000 Likes, 2.000 Zuschauer. Geht gerade einsehen. Siehst du? Also ja. 2.000, wenn 100.000 da sind. 1,8. Ja, ja, ja. Wenn so weitergeht, 3.000 Zuschauer. Bruder, der ist von gestern nagelneu, dieser Account. Nagelneu, ja, Wallah. 1,9. Hast du gestern gemacht? Guck mal, 1,9. Ja? 1,9. 100.000. 100.000 wird direkt. Also kurz warten. Guck mal, bei 100.000 jetzt. Es ist ein bisschen verzögert. Guck, direkt 2.000 wird gezeigt. Weil jetzt kommen die Leute direkt. 2.000, siehst du? Bei 100.000. Ja, ja. Und jetzt bei 150.000 ist es 2,5. Leute, guck mal, Papa Arima noch. Er betet, Leute, sag ich euch. Während ich live bin mit euch. Hallo, Leute, während ich live bin mit euch. Was sagst du? Alhamdulillah, Leute, passt immer auf euch auf. Betet immer. Und lasst euch nicht in die Irre führen. Wallah, ja. Und ihr fühlt sich immer fühlt ihr euch im Inneren zufrieden. Ihr habt Frieden im Innen. Ja, Wallah, ja. Was betet Papa jetzt? Was? Du da? Was? Was machst du da? Wann betest du, Bruder? Weil, guck mal, Papa ist am Beten. Wann betest du? Warum betest du nicht, Bruder? Machst du jetzt zeigen? Dreh die Kamera um. Das ist eine gute Frage, Bruder. Wallah, gute Frage. Wann betest du, Bruder? Ich sag dir ganz ehrlich, Ramadan habe ich durchgebetet, durchgefasst. Bruder, ich war einen Tag mit dir, darfst du nicht gebeten. Wie kannst du Ramadan, durchbeten? Und danach, wenn Ramadan zu Ende ist, aufhören mit Beten. Also, soll ich aber sagen? Ramadan ist vorbei, nicht Islam. Ja, normal. Aber warum betest du auch nicht? Barello, warum betest du nicht, Barello? Wer ist das? Ah, okay. Warum betest du nicht, Barello? Warum ich nicht bete, Bruder? Hast du mein Herz gehört? Hast du mich gesehen, ob ich bete oder nicht? Das hast du vorhin selber gesagt. Willst du mich bloßstellen? Gottes Willen, willst du mich bloßstellen? Ja, ich halt auch.
Antonio Habib. Warum Yasser nicht? Yasser betet, aber er muss noch Gebet waschen. Machen und dann. Yasser ist einer, der betet, Leute, wallah. Man kann sagen, was man will. Alhamdulillah. Yasser, ich habe eine Frage, wallah. Manchmal bist du live und so. Und du beißt diese hier. Ist das, wenn du aggressiv bist? So, ja, genau, genau. Diese Jawlines. Ja. Manchmal so, Gewohnheit. Aber wenn ich sauber werde, die Leute das fragen, weißt du richtig. Ja. Lies mal diesen Kommentar zu euch beiden. Wie kommt, dass wieder Kontakt da ist? Ja, ich habe mich. Leute, lasst euch überraschen. Bald alles, wird alles rasiert. Alles, aber wirklich alles. Leute, die haben Khair gemacht. Darf ich hoch? Und inshallah, bald starten die was sehr, sehr, sehr Großes. Oder Barilla, was sagst du dazu? Inshallah, inshallah. Seid auf jeden Fall gespannt. Ich glaube, Barilla wird wieder auf TikTok zurückkommen. Von Balenciaga. Mit Balenciaga natürlich. Gleich, ich bin gerade live, ich kann nicht, wenn ich jetzt rausgehe, kann ich nicht mehr. Was sagst du eigentlich? Leute, soll ich ihn packen? Soll ich ihn packen? Eid Mubarak, Leute, nochmal. Ist immer noch Eid? Nein, die sagen doch, die schreiben doch. Achso. Leute, Eid ist nur an dem Tag, Leute, wo Eid passiert. Diese drei Tage, was man sagt, stimmt nicht. Na, Papa, so. Ja, Leute, also nicht diese drei Tage, weil ich habe immer gedacht, ey, das ist drei Tage, vier Tage, so dachte ich mir. Das ist Unwissenheit. Unwissenheit, das ist Bedarf, Bedarf, sagt man. Ja, aber wenn man jemanden sieht, sagt man trotzdem, mach ich. Nachträglich. Ja, nachträglich, ja. Weil an Ried, wenn Ried ist, ja, Barallo, ja, darf man nicht fasten. Genau. Ist verboten. Ist verboten. Ja, du sollst fröhlich sein, du sollst möglichst fröhlich sein. Aha. Du sollst feiern, sozusagen. Ja. Genau. Und deswegen kann ja nicht der zweite Tag Ried sein, wenn die Leute schon wieder fasten. Genau, genau, genau. Stark. Vielen Dank für deinen Team. Du musst zum Boxen eigentlich. Oh, Bruder, ich muss gleich. Gabriel Spartakus. Hast du heute wieder ab? Grüß dich. Ich glaube, wir hauen heute ab, ja. Hallo, das ist ja nicht weit. Ist nicht weit, Wallah. Ich komm später. Wenn Yasser wollen würde, mich zu packen, in zwei Stunden wäre er da, Wallah. Mit 200 km noch schneller. Eine Stunde. Eine Stunde? Nee, eine Stunde ist übertrieben. Eine halbe Stunde. Also genau da, wo du. Wohnst du immer noch da, wo ich einmal trainiert habe? Ja. Wallah. Aber bis du da oben kommst, sei ehrlich, die Luft ist weg. Nein, du siehst mich nicht kommen. Du siehst nur die Dings. Und Batsch! Mach's auf, Salam Aleikum. Der Einzige, der dich mal gepackt hat, war ich. Wo? Ah, dort! Wallah, Leute. Papari, Wallah, wie oft hab ich dich eingeladen? Immer noch nicht gepackt. Ich bin noch einmal. Wallah, da weg, Klaas. Wallah. Hallo! Wie lange geht die noch alle? Tagallah. Hat das ein Hodja? Ein Imam. Ist doch Hodja. Nein, Imam. Salam Aleikum. Salam Aleikum. Bruder, der Koran auswendig. Er ist ein Imam einer Moschee. Salam das ist die Barilo. Salam Aleikum, mein Bruder. Aleikum Salam. Geht dir alles gut? Mir geht's gut, Alhamdulillah. Wie geht's dir? Alhamdulillah, alles gut? Also, ein Imam und ein Hodja, der Unterschied? Ein Imam ist ein Vorbeter. Nein, kann auch ein Prediger sein. Er ist ein Vorbeter. Ein Imam einer Moschee. Das ist oh, Gabriel! Der arbeitet, der betet, sag mal. Liebe Gabriel! Egal welche Gebete, er ist der Vorbeter, der Imam. Ein Hodja! Hodja kann viele sein. Hodja, ich bin auch Hodja. Du bist auch, wenn du in Mekka bist. Ah, okay, verstehe ich jetzt. Verstehst du? Und dann gibt es natürlich ein Da'i. Ein Da'i bedeutet, der. So reicht, geht's. Dauer macht. Reicht. Ja, Leute, wir sehen uns inshallah später. Passt auf euch auf. Bleibt gesund und lasst euch überraschen, was kommt. Ich wollte euch eigentlich auch noch ein separates Video machen zu der Iran-Israel-Thematik. Einige von euch haben es ja mitgekriegt. In der Nacht gab es Angriffe seitens Iran auf Israel. Einige Sender haben darüber berichtet. Und ich wollte ein wenig mehr ins Detail gehen, damit ihr versteht, warum das passiert ist. Vor allem für mich als Iraner ist es halt wichtig, dass ihr beide Seiten kennt. Aber dazu habe ich halt diesen kurzen, interessanten Clip gefunden. Der Iran ist kurz davor, Israel anzugreifen. Amerika meinte vielleicht sogar an diesem Wochenende. Warum sollte der Iran das tun? Ist das eine ernste Frage? Wir kennen doch alle den Iran. Ja, aber selbst der Iran wird doch nicht einfach so ein Land angreifen. Ist vielleicht irgendwas passiert? Israel hat deren Botschaft angegriffen. Was? Israel hat deren Botschaft angegriffen. Ah, wäre das dann nicht Selbstverteidigung? Ich meine also so nach internationalem Recht wäre es sogar erlaubt, das zu tun, oder nicht? Hamas! Hamas! Hamas!
Alter, das ist halt so krank, was da abgeht. Es ist langsam nur noch alles Show. Ich habe echt das Gefühl, als würden alle Regierungen Hand in Hand arbeiten und uns ein Schauspiel bieten, ein Hollywood-Film epischen Ausmaßes. Und wir schlucken das alle. Die Regierungen halten sich alle. Die Politiker verdienen sich immer dumm und dämlicher, werden immer fetter, immer mehr Kohle in ihren eigenen Taschen, während die Bevölkerungen darunter leiden, die Menschen immer ärmer werden. Und man pusht sich gegenseitig hoch. Nee, ihr müsst überlegen, Israel greift die Botschaft von Iran in Syrien an. Es sterben 13 Menschen, darunter 7 iranische Staatsbürger und 2 hochrangige Generäle, dann noch 6 syrische Bürger, die sich halt auch auf dem Gelände dieser Botschaft Irans befanden. Man hatte vermutet, dass sich dort Hamas-Krieger befinden, deswegen wurde die Botschaft bombardiert seitens Israel. Iran konnte sich das so nicht gefallen lassen und wir wissen ja, die letzten Male, wo sowas passiert ist, hat sich Iran ja auch quasi zur Wehr gesetzt, aber jedes Mal, wenn es diese Gegenwehr gab, ob nun gegen die Amis oder sonst wen, sind Raketen geflogen. Diese Raketen haben aber keine Menschenleben gekostet, wohingegen auf iranischer Seite schon viele Menschenleben zu verbuchen waren. Und auch jetzt hier in der Nacht die Angriffe auf Israel. 99% der Raketen und Drohnen, die rübergeschossen wurden, und es gab halt 3 verschiedene Arten von Angriffen, wurden von Seiten Israels und den Vereinigten Staaten und den Engländern abgewehrt. Das heißt, von schätzungsweise 200 Drohnen, die rüberkamen, waren einfach 198 mäßig weg, sind über 190 abgeballert worden. Das heißt, von über 200 Drohnen, die rübergeschickt wurden, wurden alle abgeballert. Von den normalen Raketen, die dahin gefeuert wurden, wurden auch alle abgeballert. Die einzigen, die durchkamen, waren die ballistischen, waren die Raketen, die man quasi ins All schießt, ins All in Anführungsstrichen, die dann von oben runterhageln. Ich weiß nicht mehr genau, wie man die nennt. Ballistische Raketen, irgendwie sowas. Das waren also diese 3 Angriffsformen, die es gab. Nur von diesen Raketen aus dem All heraus kamen einige an und haben den Boden Israels berührt. Man sagt, ein 7-jähriges kleines Mädchen wurde schwer verletzt, was ich sehr, sehr traurig und schade finde. Das sind halt die Schattenseiten solcher Aktionen, solcher kriegerischen Akte. Aber großartige Verluste gab es auf Seiten Israels nicht. Ich zeige euch mal ganz kurz, was die Welt dazu sagt. Und schauen wir auf die Bilder, die uns in den vergangenen Stunden erreicht haben. Das Mullah-Regime hat also seine Drohung wahrgemacht und Israel massiv angegriffen. Mehr als 200 Drohnen und Raketen wurden von dem Mullah-Regime abgefeuert. Und Sie sehen die Bilder aus den vergangenen Stunden über mehreren Orten in Israel. Sie waren hell erleuchtet. Viele Flugkörper wurden jedoch abgeschossen von der israelischen Luftabwehr, US-Kampfjets, britischen, jordanischen und saudi-arabischen Kampfmaschinen. Unterstützung allerdings bekam Teheran von der Hisbollah-Miliz im Libanon und den Houthi-Rebellen aus dem Jemen. Das zeigt also, diese Angriffe waren demnach abgestimmt. Und wir wollen nach diesen Nachtbildern, diesen frühen Morgenstundenbildern noch einmal jetzt schauen auf die Entwicklungen, die aktuell herrschen. Live nach Tel Aviv, auf die größte Stadt Israels. Dort sehen wir im Moment, es ist eine angespannte Ruhe, aber die Kampfhandlungen, sie sind beendet worden. Also das ist das aktuelle Bild, was uns aus Israel erreicht. Dazu muss man noch hinzufügen, dass Iran meinte, ey, das war's jetzt mit unseren Angriffen. Wenn von eurer Seite aus nichts mehr kommt, kommt von uns aus auch nichts mehr. Israel dahingegen meinte, es wird krasse Vergeltungsschläge geben. Die werden sich das nicht gefallen lassen. Ihr merkt, das ist einfach nur Rumgebälle. Iran hat einfach Raketen rübergeschossen und das in einem Maß, dass die wussten, Israel würde fast alles davon abwehren, sodass es kaum Verluste gibt. Denen quasi ein Zeichen gegeben, dass sie es nicht eskalieren lassen wollen. Die haben sich sogar auf, ich glaube, US-amerikanisches Recht bezogen, sich selbst zu verteidigen. Dementsprechend haben sie gegen nichts verbrochen. Und wenn halt von Israels Seite nichts kommt, wird nichts mehr passieren. Und so war es in der Vergangenheit schon immer. Und das geht halt raus an all diejenigen da draußen, die jetzt da sitzen auf TikTok oder sonst wo und vom Dritten Weltkrieg sprechen. Was ich auch noch zeigen wollte, ist, dass tatsächlich so Sender wie die ARD auf diese Thematik eingegangen sind. Was man so in der Form ja nicht immer kennt von den Mainstream-Medien. Hören wir uns das mal kurz an. Es muss den Verantwortlichen in Israel sehr klar gewesen sein, dass dieser Zwischenfall nicht ohne Folgen bleiben würde. Und der Iran hatte Vergeltung ja auch unverzüglich angekündigt, nachdem vor knapp 2 Wochen ein mutmaßlich israelischer Luftangriff ein Gebäude der iranischen Botschaft in der syrischen Hauptstadt Damaskus zerstörte. Dabei waren 7 Mitglieder der iranischen Revolutionsgarde getötet worden, darunter 2 Generäle. Vor knapp 1,5 Stunden wurde mit der ersten Eilmeldung dann klar, wie diese Vergeltung aussieht. Der Iran hat einen Luftangriff auf Israel mit mehreren Dutzend Drohnen und Raketen gestartet. Das bestätigte kurz vor unserer Sendung auch die Revolutionsgarde im iranischen Staatsfernsehen. Man habe bestimmte Ziele in Israel ins Visier genommen.
über die befürchtete Eskalation im Nahen Osten, Katharina Willinger. Im iranischen Fernsehen verkündet ein Moderator vor wenigen Minuten, der Angriff auf Israel habe begonnen. Neben Drohnen seien auch Raketen auf dem Weg. Zu diesem Zeitpunkt ist man in Israel bereits in Alarmbereitschaft. Dort verkündet ein Sprecher des israelischen Militärs, diese Bedrohung braucht mehrere Stunden, ehe sie Israel erreicht. Das israelische Militär und die Luftwaffe führen einen ausgearbeiteten Plan aus. Wir sind gut vorbereitet. Seit fast 2 Wochen war ein Angriff des Irans vermutet worden. Auslöser war ein mutmaßlich israelischer Angriff auf ein iranisches Botschaftsgebäude in der syrischen Hauptstadt Damaskus Anfang April. Dabei starben 7 Mitglieder der iranischen Revolutionsgarde, unter ihnen 2 Generäle. Naja, und wie vorhin schon erwähnt, ein separates Video habe ich dazu nicht gemacht, aus Angst davor, dass ich wieder einen Strike kassiere. Ihr wisst, wie es hier auf YouTube abläuft. Wenn du denen nicht genau nach der Schnauze redest, dann fühlen die sich halt auf den Schlips getreten und das will ich hier einfach vermeiden. Nichtsdestotrotz wollte ich die Aufmerksamkeit auf die Arafat-Thematik dazu nutzen, damit ihr ein wenig Hintergrundinformationen dazu erhaltet, was da tatsächlich vorgefallen ist. Weil sehr, sehr viele, und das habe ich auch mitgekriegt, gehen jetzt wieder davon aus, dass Iran einfach ohne Grund Israel angegriffen hat. Die bösen, bösen Iraner. Was aber der Auslöser des Ganzen war, habt ihr ja jetzt eben gehört. So viel zum heutigen Video. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Passt auf euch auf. Genießt das tolle Wetter. Bis zum nächsten Video und ciao!